Hi, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji, Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir Kagekiyo erledigt. Ich hoffe wirklich, er heißt so. Der alte Körper von Buson hier, von den Typen da. Und ja, wir machen jetzt, glaube ich, weiter. Wir haben, glaube ich, alles erkundet und können versuchen, ein bisschen in der Story voranzukommen. Und ich glaube, das ist hier weiter oben, ne? Das war klar. Lass mich da hoch. Ich kann da nicht hoch. Boah, ich hoffe, der Sound ist wieder okay. Er ist immer so doof mit dem Projekt. Ich kann den Sound ja nicht in den Optionen umstellen. Normalerweise tue ich das für jedes Projekt dann so abstimmen, damit ich nicht andauernd an meinen Dingens hier, an meinen Programmen rumfuchteln muss. Und das ist halt immer schwer, weil ich dann nicht so genau weiß, ob das dann immer klappt, checker und okay, ich hätte auch eine Testaufnahme machen können. Aber habe ich echt nicht dran gedacht. Ich wollte jetzt einfach das Spiel weiterspielen. Ich hoffe, bitte, dass man hier nicht den Sound umstellen kann. Bei einem anderen Programm spielen geht das. So. Ja, und wir können irgendwann so darüber oder wir können da durch. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir überhaupt waren. Achso, Weiß mal wieder gucken, wie das Spiel geht. So lange ist es zwar nicht her, aber schon ein bisschen. Hier sind wir durchgegangen, ne? Ja, da ist euer Tempel. Ich nehme an, wir müssen jetzt dahin. Die Frage ist jetzt, schaffe ich das mit so einem Kreisdingens? Oder kann ich da einfach rüberspringen? Ja, war knapp. So. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Und jetzt hier rüber? Keine Ahnung. Das ist aber das einzige Projekt, wo ich weiß nicht. Zwar, upsala, öfter aufnehme, aber. Ja, das ist irgendwie blöd gemacht. Wo ich zwar öfter aufnehme, aber mit dem Sound hier so Probleme habe. Manchmal ist das zu laut. Vor allem, wenn ich hier den Kamui-Modus mache. Habe ich überhaupt voll? Sieht man das? Ja. Keine Ahnung, die anderen Projekte. Das Platoon ist ein bisschen einfacher. Und ich wollte eigentlich so mehr aufs Platoon immer einstellen. Und ja, JoJo's Bizarre Adventure. Da habe ich ja einen ganzen Haufen, so 14 Parts irgendwie in 2 Tagen verteilt so aufgenommen. Deswegen muss ich da auch nichts groß umstellen für ein paar Wochen. Nur hier ist es immer ein bisschen doof. Aber das will ja keiner hören. Wir wollen sehen, wie das Spiel weitergeht. Wenn ich wüsste, wo ich lang muss. Und ich habe schon wieder auf Bänke erst. Und jetzt habe ich Busan. So. Immer noch mit den westlichen Klamotten hier. So, ist das denn hier richtig überhaupt? Wenn ich hier so springe, müsste ich da landen, ja. Müsste ich doch eigentlich überall überspringen können. Ja, das sieht immer so knapp aus. Ja, das ist. Deswegen, okay. Also nicht. Nein! Ich hoffe, ich muss da hoch irgendwo. Weil sonst weiß ich nicht, wo ich lang muss. Ich habe gerade richtig Bock auf das Spiel. Wir wissen, wie das Spiel zu Ende geht und weitergeht und so. Deswegen. Bams. Oh, das ist gruselig. So. Das haben wir geschafft. So, hier schaffe ich aber nur mit dem Ding, ne? So, hier hoch. Meine Güte. Hüt. So. Dann da hoch. Und dann schauen wir irgendwann ja voranzukommen. Und hier ist irgendwas. Glaube ich. Kennst du hier so, oder? Ja, wenn ich jetzt darüber gehe. Da ist noch eine Truhe, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Ich gehe mal darüber. Das war doof. Warum? Aha.
Wie soll ich denn da durchkommen? Ich muss mich doch irgendwie da. Oh. Ich musste doch irgendwie darüber mich da durchschlängeln. Und das ging das doch nicht. So, jetzt kann ich mir den ganzen Weg da hochladen. Das Spiel ist jetzt nicht so gerade für Plattforming gedacht. Finde ich. Und das ist irgendwie so schwer, man kann irgendwie nicht kleine oder große Sprünge machen. Ich tue jetzt hier einfach nur den Knopf kurz antippen und er tut schon so hoch wie möglich springen. Ah, nicht du. Du. Sieht nur so aus, könnte man nach rechts irgendwo lang, aber lassen wir das. So. Hier kann man rüber springen. Ja, und hier kann man nur so. Und hier kann man hier hoch. Oder muss ich da runter? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Muss ich da runter? Jetzt kommt das hier wieder. So. Gegners. Ja. Wer das Action? Oh nee. Nicht so einer, warte mal. Ich kann mit Benke, glaube ich, die Brustplatte da kaputt machen, habe ich herausgefunden. Damit ich ihn auch von vorne angreifen kann. Ist das Offscreen oder habe ich das so herausgefunden? Ich weiß es nicht. So, weg da. Weg da. Bams. So, ich glaube, das Ding ist da jetzt kaputt. Ja, macht den Kampf da viel einfacher schon mal. Bams. Komm her. Ja, jetzt könnte der Sound zum Beispiel wieder viel zu laut sein, ohne dass ich jetzt weiß. Und das wäre doof. Ma. Warum geht denn die Barriere immer schon kaputt? So, jetzt lang da. Sieht so aus, ne? Okay, da war so ein Ding zum wurde das schon mal erklärt, wie man das überhaupt machen soll, den Doppelsprung und so. Ja, wo ist jetzt richtig? Mal da lang. Geil. Boah. Dreck. Meine Güte. Immer so ungenau hier. So, jetzt hier hoch und ich weiß immer noch nicht, ob ich doch, das ist doch da, wo ich zur Brücke kam, glaube ich. Schon wieder so knapp gewesen. Ja. Jetzt vorsichtig. Ist so knapp, ne? Jetzt müssen die Gegner wieder auftauchen. Schwer's an. Allein deswegen, war doch nicht nötig. Okay. Hätte sein können, dass die auch Doppelsprünge machen kann. So, und jetzt hat mir nicht, dass ich da nicht rüber kann. Und dann passiert so was. Was zum Teufel, wo bin ich denn jetzt gelandet? Boah. So kacke. Jetzt könnte einer kommen und sagen, boah, bist du kacke in Jump'n'Run. Aber das ist echt so merkwürdig hier in dem Spiel. Muss man selber irgendwie gespielt haben. Aber ich will mich ja nicht ausreden. Nicht. Nein. So, Plan. War da überhaupt was auf der rechten Seite? Ich glaube nicht, ne?
Einer ist, verpasse ich das doch, wenn ich das nicht einsammle. Von der Musik, die macht mich so kirre. Das ist halt schlimm. So, wieder nach oben. Hätten sie ruhig ein paar Checkpoints oder so hinpacken können. So, wieder hier hoch. Mal warten, bis das hier rauskommt oder auch nicht. Dann irgendwie nicht den Sprung schaffen. Sieht so aus, als könnte man einen Sprung locker schaffen, aber er schafft halt nur ganz knapp. So, was ist denn da jetzt auf der rechten Seite? Da ist die Truhe. Glaube ich. Boah, ist das gemein, wenn ich da den Sprung nicht schaffe. Irgendwie so komisch. So, jetzt habe ich das geschafft. So, was jetzt? Ist auch gar nichts. Hä? Okay, er soll wahrscheinlich dafür da sein, dass, wenn man hier runterfällt, irgendwie mal wieder da landet. Oh Gott. Aber die Kamera, die macht es auch nicht irgendwie besser. Die wechselt hier nach Belieben immer. Weil das nicht unbedingt einfacher macht. Bin ich froh, wenn ich irgendwo nach oben komme. Ich möchte mal einen Speicherpunkt hier haben, ganz ehrlich. Wenn ich den ganzen Weg nicht wieder machen muss. Wenn ich runterfall. Ich glaube, wir sind echt in der Hölle oder so. Okay. So nebenbei, wenn da jetzt ein Bosskampf kommt, den ich nicht schaffe, dann muss ich den ganzen Weg hier nochmal hoch. Und hier ist schon wieder was am Glänzen. Wo denn? So. Ich nehme all diese Dinger mit, ja. So, jetzt. Sehr gut. Weiß zwar immer noch nicht, wie ich da links hinkomme. Das sieht ja schon nach Ende aus, aber was soll's. Kann ja nicht alles haben. So, was für ein Höllengeschöpf kommt jetzt. Die letzten Bosse waren ja nicht so schön. Wie nennt man das? Schön. Oh, ein Speicherpunkt, ein Speicherpunkt, ein Speicherpunkt. Nein, lass mich ja speichern. Oh ne, nicht der Typ schon wieder. Haben wir doch gerade besiegt, ich weiß es nur genau. Da ist ja gerade letzte Woche irgendwie so. Aber ich kann mich dran erinnern. Ich weiß, wie er aussieht. Wie Sephiroth. Was? Der Typ sieht aber echt aus wie Sephiroth. Ich kämpfe auch mit einer überlangen Waffe. Der freut nicht sehr, ist er auch nicht. Das ist perfekt. Jetzt ist die Musik zum Beispiel wieder richtig laut und ich weiß nicht, wie sich das in der Aufnahme anhört. Ist doch nicht schön. Wie kommt her? Au. Mach euer Schild weg, Mann. Ah. Habt ihr Glück, da hinten ein Speicherpunkt ist. Ich würde mir jetzt sogar was ausmachen. Versuch mal ein bisschen zu blocken, so viel dazu. Na, guck mal her. Na, warte, jetzt kommt die Windmühle. Ah. Da kommt der Penetrator eben. Okay, cool. Wo seid ihr? Da.
Ja, komm du raus. Sehr schön. Sieht aus wie dieser Einhorn war. Vor kurzem waren. Nur ein bisschen. Bams. So, für so einen Angriff, der nicht immer zur Verfügung steht, hätten sie ruhig ein bisschen stärker machen können, finde ich. Und nochmal. Zack. Na warte. Wieder oben ballert einer. Den hole ich mir. Au. Könnt ihr es wagen? Ah. Ist schon wieder so laut hier. Wieso denn? Au. Na warte, kleiner. Wieso kann ich nicht auch einen Bogenschützen in meinem Team haben? Ha! Oh, geil. Rutsch. Boah, wie die mich immer treffen, ne? Jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's, Mann. Boah. Gibt's doch nicht. Hör auf mit dem Scheiß. Steh du mal auf hier. Sag, ich bin gedacht. Nein, nein, nein. Warte mal. Ich dachte, er kann mit dem Angriff hier so aufweichen. So. Könnte eigentlich zurückgehen und mich heilen, aber was war das? Kuruma Kraut. Da wo jetzt als erstes lang, gehen wir mal da lang. Genauer gesagt, da lang. Hier noch was? Nö. Ja, das sieht aus wie der Ort von vorhin. Und da war ein Gegner auf uns. Immer mal platt. Oder? Nö. Wo ist wieder was? Ah! Komm mal her. Zack. Alter! Genau, dann blockt er auch noch. Wir sind nicht einer dieser Typen, die immer neue Leute rufen können. Wäre jetzt voll doof. Ma, habt ihr noch nie Animes gesehen? Wenn ich meine eine Waffe so kreise, dann kann mich da nichts treffen. Wieso bin ich jetzt verrückt? Ma! Ich hatte noch voll viel. Ah, Kätze. Ja, gut, dann würde ich sagen, das ist ein perfekter Cut jetzt gerade, 19 Minuten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blades. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.